Die Innenminister von Bund und Ländern tagten am 5. Dezember 2012 in Warnemünde und beschlossen einstimmig, ihren Ministerpräsidenten einen neuerlichen Verbotsantrag gegen die NPD zu empfehlen. Aus diesem Anlass führte die NPD eine gut besuchte Pressekonferenz in der Nähe von Schwerin durch. Führende NPD-Vertreter bezogen Klarstellung zum Ansinnen der Innenminister. Ich bin fest davon überzeugt, also dass, wenn es denn in Karlsruhe und in Straßburg zur Auseinandersetzung mit den gegen uns erhobenen Vorwürfen kommt, dass diese Vorwürfe wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen werden, dass das Ganze wieder einmal zu einem gigantischen Fiasko für die Verfassungsorgane wird. Denn klar ist, dass sich Beweise dafür nicht finden lassen werden, nachhaltige Weise, dass die NPD auf aggressiv-kämpferische Weise die politische Grundordnung in diesem Lande bekämpft. Tatsache ist, das muss man heute leider Gottes feststellen, dass die Bundesrepublik zunehmend zu einem totalitären Staat verkommt. Es ist so, dass die NPD stellvertretend für alle Deutschen, die noch Deutsche sein wollen, verboten werden soll. Es geht nicht darum, dass man die NPD aus juristischen Gründen verbieten will, sondern man will eine politisch missliebige Konkurrenz kaltstellen. Und es geht am Beispiel stellvertretend mit der NPD darum, dass man eine politische Gesinnung, dass man Meinungs-, ja, Gedankenfreiheit in diesem Staat ein für alle Mal eliminieren will. Und das alles, obwohl die NPD eine demokratisch legitimierte Partei ist. Und wir sind deshalb auch der Auffassung, dass es eigentlich an der Zeit wäre, sich nicht mit dem Verbot der NPD auseinanderzusetzen, sondern mit der Ausschaltung krimineller Geheimdienste, die wie ein Staat im Staat agieren und letztlich nichts anderes als Staatsterrorismus betreiben. Wir freuen uns auf dieses Verfahren und sind sehr gespannt darauf, auf die Argumente unserer Gegner. Denn das, was bisher über die Presse durchgesickert ist, das kann uns eigentlich nur ein müdes Lächeln hervorzaubern. Wenn diese Bundesrepublik Deutschland mit ihren Rechtsgrundlagen von uns respektiert wird, dann ist es doch ganz natürlich, dass wir nicht nur dann auf die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften pochen, wenn sie gegen uns verletzt werden, sondern dass wir sie auch einklagen, da wo wir glauben, dass diese Rechtsnormen verletzt werden. Das ist eine Logik. Als Deutsche sind wir logischerweise auch Europäer. Und weil wir Europäer sind, gilt für uns, für die NPD, jedes Mitglied hat das Recht, sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention zu berufen. Dieses Recht lassen wir uns weder von Herrn Cafier noch von irgendeinem anderen, in meinen Augen verrückt gewordenen Politikern wegnehmen. Wir werden unsere Rechte durchsetzen, wir werden dort in Straßburg entsprechend auftreten und wir werden die BRD dort an den Pranger stellen und deutlich machen, dass das, was hier läuft, mit Volksherrschaft, das soll ja Demokratie sein, nichts zu tun hat. Und ich sehe auch die Vernichtung, die Schredderaktionen bei vielen Ämtern, die zurzeit stattfinden, ganz eindeutig nicht nur im Zusammenhang mit der NSU, sondern im Zusammenhang auch damit, dass bestimmte Innenministerien dann keine Aussage mehr treffen können oder eine falsche Aussage treffen vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn sie dann gefragt werden, und das werden wir natürlich tun, denn wir haben ja das Recht, uns zu verteidigen, ob die betreffende Person, die beschuldigt wird, von einem Amt geführt wird oder nicht. Weiter will ich kurz anmerken, dass die vielen Äußerungen der Innenminister und teilweise selbsternannter Experten in der Öffentlichkeit vielfach jeglicher sachkompetenter und juristischer Grundlage entbehren. Es handelt sich meist um lapidare Meinungsäußerungen, um politische Kampfbegriffe, nur um harte Fakten, sobald man die NPD nun verbieten will, die sind uns weitestgehend unbekannt. Und so will ich Ihnen mitteilen, dass wir zunächst einmal unseren Antrag, aber auch die Innenministerkonferenz und die Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem notwendigen Ernst sehen, aber der gesamten Angelegenheit doch mit einer entsprechenden Gelassenheit entgegensehen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die NPD nichts Verbotenes tut und ein Verbotsantrag, wenn er denn kommen sollte, ins Leere läuft. Im Anschluss an die Pressekonferenz zog die NPD zu einer vielbeachteten Kundgebung vor das Hotel Neptun in Warnemünde, das Austragungsort der Innenministerkonferenz war. Bei der inneren Sicherheit ist Ihnen anscheinend die Lage
völlig egal, was Kinderschänder, was Fremde in diesem Land, was Verbrecher in diesem Land alles anrichten. Die große Gefahr soll wieder einmal von rechts ausgehen. Diese Herrschaften, die genau wissen, dass die NPD ganz im Gegensatz zu ihnen auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dass die NPD Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ablehnt, haben sich zum Ziel gesetzt, das schärfste Schwert des Grundgesetzes anzunehmen und ein Parteiverbot gegen unsere Partei, die NPD, auf den Weg zu bringen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu jenen zu sprechen, die sich in einem Hotel hier verschanzen, vorhin die Vorhänge zuziehen ließen, damit sie visuell auch von uns getrennt ihre dunklen Besprechungen weiterführen können. Sie tagen im Übrigen in einem Hotel, das berühmt und berüchtigt als Symbol der Unfreiheit in unserem Vaterlande steht. Es ist noch nicht lange her, dass in diesem Hotel bespitzelt ausgekundschaftet wurde. Und auch die Neuen, ich grüße Sie da oben, vielen Dank. Und es ist heute wieder so der Fall, dass die neuen Unterdrücker mit einem neuen Begriff der Demokratie hier heute darüber befinden sollen und sich anmaßen zu definieren, welche Partei zu welchen Themen was, wann, wo noch gesagt werden darf oder kann oder eben in Zukunft nicht mehr. Und deswegen stellen wir als Nationalisten ganz klar fest, es gibt Dinge im Leben, die lassen sich halt nur aufrecht erhalten im Schweben. Wir Nationalisten wollen diesem Schwebezustand ein Ende bereiten, indem wir nämlich sagen, in der Erkenntnis, dass wir nichts Verbotenes tun, dass nunmehr festgestellt werden soll, dass wir absolut auf dem Boden einer demokratischen Ordnung stehen.